Was würdest du tun, wenn du in ein Todesspiel verwickelt wärst, bei dem du eine Viertelmillion Dollar gewinnen könntest? Oder wenn du von Zirkusfreaks gejagt würdest? Ich erkläre dir, welche Fehler gemacht wurden, was du tun solltest und wie du das Todesspiel in Circus Kane besiegst. Dieses Mädchen erzählt die verstörendste Geschichte aller Zeiten. Der Polizist setzt sich zu Tracy und fragt sie nach dem schrecklichen Verbrechen, dem sie zum Opfer gefallen ist. Sie erzählt ihm, dass eine Reihe von Einladungen an 8 unschuldige Menschen verschickt wurde, die alle Geld brauchten. In der Nachricht wurden den Teilnehmern 250.000 Dollar angeboten, wenn sie eine Nacht des Grauens überleben würden, aber sie wussten nicht, dass es sich um eine Todesfalle handelte. Vor ein paar Tagen kamen die Teilnehmer an dem Ort an, an dem sie abgeholt werden sollten, und trafen sich zum ersten Mal. Keiner von ihnen hatte eine Ahnung, warum sie eingeladen wurden oder ob es eine geheime Verbindung zwischen ihnen gibt, aber sie wurden unterbrochen, als ein SWAT-Van vorfährt. Der Fahrer steigt mit vorgehaltenem Gewehr aus und die Gruppe wird in den hinteren Teil des Fahrzeugs getrieben. Die Spieler sind nervös und wissen nicht, ob es sich um einen Scherz handelt, aber sie willigen ein, zum Geisterhaus gefahren zu werden, um dort um mehr Geld zu kämpfen, als sie sich vorstellen können. Auf dem Weg dorthin fragt der Autor, Mark, ob jemand weiß, was sie erwartet, aber die anderen sagen ihm, dass sie nur die Zeit und den Ort kennen. In diesem Moment geht ein Fernseher an und Kane, der Spielmacher, erscheint auf dem Bildschirm. Er erklärt, dass er sich speziell eingeladen hat, an einer Neuauflage seiner Show teilzunehmen, und Ed, der Pfandleiher, ist begeistert. Man merkt, dass er ein großer Fan ist. Die anderen fragen ihn, was das Besondere am Circus Kane sei. Der Mann erklärt, dass er berühmt wurde, weil er eine reisende Horrorshow leitete, die früher sehr beliebt war, und Roxy denkt, dass sie entweder wegen ihrer Follower in den sozialen Medien eingeladen wurden oder mit der Arbeit des Mannes vertraut sind. Der Moderator muss sie benutzen, um Interesse für einen Neustart seiner Show zu wecken. Und da der Mann ein Pfandleiher ist, weiß er, dass seine Circus Kane Waren im Wert steigen könnten. Billy macht einen Witz und fragt, ob er den Mann töten wolle, um den Preis in die Höhe zu treiben, aber der Ladenbesitzer besteht darauf, dass er kein Mörder sei, wie Kane es war. Schockiert fragt Scott, ob er das ernst meine. Daraufhin holt der Mann einen alten Zeitungsausschnitt hervor, aus dem hervorgeht, dass Kane angeblich jemanden bei lebendigem Leibe verbrannt hat. Der Vorfall wurde so berüchtigt, dass sogar ein Popsong darüber geschrieben wurde. Doch bevor er fortfahren konnte, wurde plötzlich Schlafgas in den Raum gepumpt, das alle außer Gefecht setzte. Später öffneten die Fahrer ihren Truck und die Gruppe kletterte aus dem Fahrzeug, nur um festzustellen, dass sie in eine riesige Villa gebracht worden waren. Keiner von ihnen kann sich erinnern, wie sie hierher gekommen sind, und die Wachen befehlen ihnen, die Treppe raufzugehen. Als sie sich dem Gebäude nähern, erkennen sie, dass es Kanes Haus des Schreckens ist, doch weit und breit ist niemand zu sehen. Plötzlich kommt ein seltsamer alter Mann aus dem Haus und bittet sie hinein. Ohne Zeit zu verlieren, betreten die Kandidaten das Gebäude und der alte Mann schließt die Tür hinter ihnen. Aber schon bald finden die Spieler 6 Räume vor, aus denen es kein Zurück mehr gibt. Okay, diese Leute denken nicht klar. Wenn dir jemand anbietet, für eine lächerliche Summe Geld an einem Wettbewerb teilzunehmen, nur um dann herauszufinden, dass er in einem abgelegenen Herrenhaus stattfindet, das von einem Mörder bewohnt wird, würde jeder mit ein bisschen Hirn wahrscheinlich ablehnen und die verdammte Polizei rufen. Es war eine schreckliche Idee, in diesen Truck zu steigen, und jetzt wurden sie vergast. Aber die Wahrheit ist, dass sie bereits alles haben, was sie brauchen, um herauszufinden, wie lange sie bewusstlos waren. Erstens hat jeder von ihnen ein Handy und wir können sehen, dass viele von ihnen eine Uhr haben. Wenn sich also jemand an die Uhrzeit erinnert, zu der er aufgegriffen wurde, ist es nicht schwer herauszufinden, wie lange die Reise gedauert hat. Wir sollten auch davon ausgehen, dass diese bewaffneten Clowns die Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht überschreiten, da dies die Aufmerksamkeit der örtlichen Polizeibehörden auf sich ziehen würde, und mit einer Gruppe bewusstloser Menschen auf dem Rücksitz ihres Vans erwischt zu werden, ist ein ziemlich großes Tabu. Wenn wir also die durchschnittliche Geschwindigkeit mit der Fahrzeit multiplizieren, können wir ungefähr abschätzen, wie viele Kilometer wir von unserem Abholort entfernt sind. Wenn die Spielerinnen und Spieler die Gegend gut genug kennen, sollten sie eine klare Vorstellung davon haben, in welchem Teil des Staates sie sich befinden, und es wird ihnen helfen, der Polizei ihren Standort mitzuteilen, wenn sie kein GPS in ihrem Handy haben.
Als die Clowns mit den Gewehren aus dem Lieferwagen stiegen, dachte die Gruppe, dass es sich nur um eine theatralische Aktion handelte, aber wenn sie richtig nachgedacht hätten, hätten sie bemerkt, dass niemand nach einer Einverständniserklärung gefragt oder einen Haftungsverzicht unterschrieben hat. Das sind sofortige Warnsignale und jedes seriöse Unternehmen würde die Leute immer vorher über die Risiken aufklären und einen Haftungsausschluss unterschreiben lassen, um eine rechtliche Haftung zu vermeiden. Erschwerend kam hinzu, dass der Mann bereits wusste, dass der Gastgeber Balthasar Kane wegen Brandstiftung verhaftet worden war und das alles zusammen hätte ein Warnsignal sein müssen, um die Teilnahme an diesem Spiel rundweg abzulehnen. Jetzt ist es zu spät, aber mit all dem im Hinterkopf hätte ich gewartet, bis wir ins Haus geführt wurden und versucht, mich leise aus der Tür zu schleichen, sobald eine der Wachen abgelenkt war und die anderen zurückzulassen, damit mein Verschwinden nicht so auffiel. Außerdem sind $250.000 eine Menge Geld. Wenn wir also bereit wären, all diese roten Flaggen aus Profitgründen zu ignorieren, dann müssten wir damit rechnen, dass die Dinge sehr hässlich werden. Deshalb würde ich nichts anfassen und nie als Erster oder Letzter einen Raum betreten. Ich würde auch mit dem Butler sprechen, um zu sehen, ob ich ihn dazu bringen kann, aus seiner Rolle herauszutreten und über sein wirkliches Leben zu sprechen. Oft lassen die Leute ihre Maske fallen und führen ein echtes Gespräch, wenn andere Interesse zeigen. Ich würde ihn nach den Spielregeln fragen, damit ich weiß, was mich erwartet. Und wenn wir Glück haben, gibt er mir vielleicht eine wichtige Information oder zumindest einen Hinweis darauf, was uns erwartet. Die Gruppe nähert sich einem Bildschirm mit einer Nachricht, die sie auffordert, hineinzuschauen, um ihr Schicksal zu erfahren, bevor das Licht flackert und die Worte durch ein menschliches Gelöt ersetzt werden. Alle sind überrascht und lachen, aber Tracy merkt, dass mit Eddie etwas nicht stimmt. Er nimmt ein Medikament gegen sein krankes Herz und beruhigt die Gruppe, dass er wieder gesund wird. Kurz bevor sich hinter ihnen eine Tür öffnet, gehen die Spieler hindurch und betreten das Todesspiel, ohne zu ahnen, dass dies ihr größter Fehler war. Sie betreten einen großen Raum und denken, dass nichts, was sie bisher gesehen haben, beängstigend ist und dass es leicht werden wird, das Geld zu gewinnen, aber dann bemerken sie etwas Seltsames. Der Mann schaut auf sein Handy und stellt fest, dass es noch Empfang hat. Er weist darauf hin, dass das nicht zum Thema Spukhaus passt, wird aber unterbrochen, als der Fernseher angeht. Kane heißt sie im Spiel willkommen und erklärt ihnen, dass es Kameras gibt, die alles aufzeichnen, was sie tun, auch das Sterben, und dass sie ihre Belohnung bekommen, wenn sie alle Herausforderungen bestanden haben. Wenn jemand aufgeben will, muss er sagen, Balthasar Kane, du hast gewonnen, aber er verliert den Anspruch auf das Geld. Nachdem er das erklärt hat, warnt er sie, dass sie sich von der Dunkelheit leiten lassen müssen, bevor der Fernseher ausgeschaltet wird. Plötzlich öffnet sich eine Tür und der Schriftsteller beschließt, der Sache nachzugehen und in das andere Zimmer zu gehen. Doch gerade als er die anderen hereinbittet, schlägt die Tür zu. Sie versuchen, sie zu öffnen, stellen aber fest, dass sie verschlossen ist. Niemand kann sie öffnen und zu allem Überfluss sieht der Autor etwas Schreckliches kommen. Er fleht sie an, die Tür zu öffnen, schreit um Hilfe und als Billy, der Streber, den Knauf dreht, geht die Tür endlich auf. Als die Gruppe eintritt, sehen sie, dass ihr Teamkollege verschwunden ist, aber plötzlich taucht ein Mann in einem Narrenkostüm auf. Ein Licht geht an und er verrät, dass ihr Freund in eine Zauberkiste gesteckt wurde, aber das Merkwürdige ist, dass sein Mund mit Klebeband zugeklebt wurde. Da steht der Clown auf und beginnt für die Teilnehmer eine Show zu veranstalten, bis er schließlich eine Kettensäge herauszieht. Er wirft sie in die Kiste und zerschneidet den Mann in zwei Hälften, womit ein Opfer getötet ist und sieben übrig bleiben. Eines der Mädchen besteht darauf, die Polizei zu rufen, aber Billy bittet sie, sich zu beruhigen und erklärt, dass der Täter Teil der Show ist. Er muss als Lockvogel geschickt worden sein, um das Drama anzuheizen, und Eddie stimmt ihm zu, weil er sich daran erinnert, dass der Zirkus Kane in der Vergangenheit genau diesen Trick angewandt hat. Er überzeugt die Gruppe, dass der Tod inszeniert ist, und die Gruppe verlässt den Raum, aber bald merken sie, dass dieser Ort dazu bestimmt ist, sie alle zu töten. Okay, das ist beängstigend. Einer der Spieler wurde gerade von einem bösen Clown ermordet, um ein Spektakel zu veranstalten. Bei all den Warnsignalen, die Sie heute schon gesehen haben, sollten sich diese Leute viel mehr Gedanken darüber machen, was hier vor sich geht.
Stattdessen stehen sie hinter einer Glaswand, die vom Blut ihres Freundes trieft, und versuchen sich einzureden, das gehöre alles zum Spiel. Zugegebenermaßen ist es nicht ganz unvernünftig, dass sie zu diesem Schluss kommen, denn offensichtlich haben diese Menschen bereits eine Gehirnwäsche namens Normalitätsvorurteil hinter sich. In unserem täglichen Leben gehen wir davon aus, dass unsere Erfahrungen nicht von dem abweichen, was wir für normal halten, und manchmal fügen wir neue Informationen alte Modelle ein, auch wenn die Beweise, die wir direkt vor Augen haben, nicht dafür sprechen. Aus der Sicht des Spielers ist es wahrscheinlicher, dass es sich um einen Trick handelt, als zu glauben, dass jemand wirklich getötet wurde, denn das würde gegen jede Norm verstoßen. Es ist für das Gehirn viel einfacher, das Geschehene zu verarbeiten, wenn es normalisiert ist. Und wenn $250.000 auf dem Spiel stehen, ist der Anreiz groß, sich einzureden, dass es nur ein Spiel ist. Trotzdem hat sich keiner von ihnen die Mühe gemacht, anzuhalten und nach Garantien für die eigene Sicherheit zu fragen. Wenn ich hier wäre, würde ich prüfen, ob wir diesen Ort verlassen können oder nicht. Denn wenn alle Ausgänge verschlossen sind und der einzige Weg nach draußen durch eine Passage führt, dann sind wir zweifellos in ein tödliches Spiel geraten. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn derjenige, der das zuerst erkennt, hat einen großen Vorteil gegenüber den anderen. Mit dieser einen Information können wir anfangen, eine Strategie für das Szenario zu entwickeln, und dazu gehört auch sicherzustellen, dass wir die einzigen Überlebenden sind. Wenn alle anderen in der Gruppe noch versuchen herauszufinden, was passiert, haben wir eine bessere Chance, ihre Entscheidungen zu beeinflussen und sie in mögliche Fallen zu locken, um sie auszuschalten. Auf diese Weise gehen wir ein geringeres Risiko ein und haben eine viel größere Chance, am Ende zu überleben. Was die Todesspiele betrifft, können wir jetzt schon sagen, dass sie Rätsel enthalten werden, was bedeutet, dass wir bewährte Escape Room-Taktiken anwenden können, um sie zu lösen. Glücklicherweise gibt es einige nützliche Tipps, die wir von einem Professor für Spieldesign namens Scott Nicholson bekommen können, und einer davon ist, jemanden zum Manager unserer Gruppe zu ernennen. Während des Spiels wird dieser Manager über alle Hinweise und Rätsel, die wir finden, informiert und gibt diese Informationen an die anderen weiter, sodass wir alle wissen, wonach wir suchen müssen. Das sorgt für einen reibungslosen Ablauf und hilft uns, die Todesspiele viel schneller zu lösen, als wenn wir versuchen würden, die Rätsel allein zu lösen. Wenn wir einen neuen Raum betreten, ist es am besten, wenn sich alle auf die Suche nach Hinweisen machen. Sie sollten unter Tischen, Teppichen und in den Taschen ihrer Kleidung nach Informationen suchen, die von der Norm abweichen. Es ist auch wichtig zu wissen, dass die meisten Escape Rooms jeden Hinweis nur für einen Teil des Rätsels verwenden. Bis zum Beweis des Gegenteils sollten wir also auch hier davon ausgehen, dass die Hinweise nur einmal verwendet werden. Wenn wir diesen Hinweisen folgen, brauchen wir Kane nicht um Hilfe zu bitten und können so schnell wie möglich aus dem Raum entkommen. Eddie erzählt der Gruppe, dass alle Türen verschlossen sind, und das Gothic-Mädchen deutet an, dass das Video eine versteckte Botschaft enthalten könnte. Alle erinnern sich, dass der junge Scott es gefilmt hat, und versammeln sich um ihn. Als sie sich das Video ansehen, bemerkt Eddie, dass es in einer Endlosschleife abgespielt wird. Es ist ein alter Werbespot von Circus Kane, den er schon oft gesehen hat, dass er herausgefunden hat, dass alles bis auf die letzte Zeile verändert wurde. Kane sagte, lass dich von der Dunkelheit leiten, und das muss ihr Hinweis sein. Roxy merkt plötzlich, dass die Glühbirnen etwas Besonderes sind, und geht hinüber, um einen Schalter umzulegen, der ein schwarzes Licht aktiviert. In diesem Moment sehen sie einen Pfeil auf dem Boden und untersuchen einen Schrank in der Nähe, in dem sie eine Holzkiste entdecken. Darin ist ein Schlüssel, mit dem sie die Tür zum nächsten Raum öffnen und das Spiel fortsetzen können. Die Gruppe betritt ein gruseliges Kinderzimmer, in dessen Mitte ein in einem Käfig eingesperrter Kopf steht. Es ist ein ekelhaftes Requisit, aber dann wird eine Aufnahme abgespielt, die ihnen sagt, dass sie einen weiteren Schlüssel finden müssen, um den Kopf aus seinem Käfig zu befreien, und dass die Spieler sein Augapfel sind. Das ist ein seltsamer Hinweis, aber die Gruppe beginnt sich umzusehen, als Eddie einen Apfel findet. Da muss etwas drin sein, und Scott wirft ihm ein Taschenmesser zu, damit er die Frucht aufschneiden kann. Der Mann holt einen kleinen Schlüssel heraus und gibt ihn dem Gothic-Mädchen, aber als sie versucht, die Tür aufzuschließen, funktioniert er nicht. Scott findet schnell heraus, dass es sich um ein Vorhängeschloss handelt, und öffnet damit den Käfig.
Er nimmt den Kopf und steckt seine Hand hinein, aber Tracy schlägt vor, stattdessen den Augapfel zu untersuchen. Niemand will das tun, also reißt das Mädchen den Augapfel aus der Höhle und entdeckt den Schlüssel, der am Sehnerv befestigt ist. Sie gehen weiter zur nächsten Herausforderung und finden einen Ticketschalter mit einem Mann in einem Dämonenkostüm und zwei Türen auf beiden Seiten des Raums. Tracy geht auf den Dämon zu und bittet ihn um 7 Eintrittskarten, woraufhin er ein Blatt mit riesigen Spielkarten herauszieht. Schnell verteilt sie diese und die Gruppe stellt fest, dass auch die Türen nummeriert sind. Sie teilen sich in zwei Teams auf und versuchen, die ihnen zugewiesenen Räume zu betreten, aber Roxy weist sie darauf hin, dass an der Wand Fotos mit absteigenden Nummern hängen. Sie erkennen, dass es sich um einen Countdown handelt, was bedeutet, dass sie die Türen vielleicht gleichzeitig öffnen müssen. Das erste Team findet einen mit Stacheldraht gesäumten Gang, bevor ein schwarzes Licht aufleuchtet und die Pfeile auf dem Boden sichtbar werden. In der Zwischenzeit entdecken die anderen einen Gang mit kleinen Plattformen, die überall im Raum verteilt sind. Das Mädchen findet heraus, dass sie diese benutzen müssen, um auf die andere Seite zu gelangen, doch als Eddie den Boden berührt, stellt er fest, dass er sich die Haut verbrannt hat. Scott beschließt als erster zu gehen und springt auf eine Plattform, ohne zu merken, dass er gerade eine Falle ausgelöst hat. Plötzlich schießt eine Axt aus der Wand und trennt ihm den Arm ab. Das wird viel schwieriger, als sie dachten, und eine falsche Bewegung könnte sie umbringen. Okay, diese Leute sind Vollidioten. Beide Türen öffnen sich zu etwas, das eindeutig eine Todesfalle ist, aber keiner von ihnen denkt daran, dass sie gerade Zeuge geworden sind, wie ein psychopathischer Clown jemanden in zwei Hälften gesägt hat. Als sie sahen, was sich in diesen Räumen befand, hätte ihnen klar sein müssen, dass sie nicht um $250.000 spielten, sondern um ihr Leben und um einen Ausweg aus diesem Ort. Erstens ist der Boden gefährlich heiß und der Stacheldraht extrem scharf, was bedeutet, dass ein Ausrutschen oder ein Sturz uns leicht töten könnte. Das bedeutet, dass wir von nun an nichts mehr glauben können, was Kane, unser Gastgeber, uns erzählt. Wenn ich hier wäre, würde ich versuchen, die anderen von unserer Lage zu überzeugen, die Polizei anzurufen und ihnen so viele Details wie möglich über das Geschehen zu geben. Sie haben immer noch Handyempfang und es war ein unglaublich großer Fehler von Kane, nicht in allen Zimmern Signalblocker an den Wänden anzubringen. Die Tatsache, dass sie das nicht ausgenutzt haben und nicht sofort die Polizei gerufen haben, bedeutet, dass sie alles verdient haben, was ihnen als nächstes passieren wird. Sobald ich die Polizei gerufen hätte, hätte ich die Türen verbarrikadiert und alle mit improvisierten Waffen ausgerüstet, für den Fall, dass Krusty der Clown versuchen würde, wieder reinzukommen. Auf diese Weise haben wir die volle Kontrolle über das Spiel, denn wenn der Plan funktioniert, kann uns niemand zwingen, weiterzuspielen und wir können mit allem, was wir zum Schutz finden, warten, bis die Polizei kommt. Solange wir nicht irgendwo im Raum Gasdüsen entdecken, die uns bewusstlos machen, ist das die beste Strategie, die wir haben, bis die Rettung eintrifft. Wenn wir aus irgendeinem Grund keine andere Wahl hätten, als weiterzumachen, würde ich erwägen, Gegenstände mitzunehmen, um den Raum zu testen, indem wir Dinge hineinwerfen und sehen, was passiert, bevor wir den nächsten Schritt machen. Wir wissen nichts über diesen Ort, außer dass er gefährlich ist. Das Werfen von Gegenständen würde uns die Möglichkeit geben, durch Versuch und Irrtum zu lernen, ohne für unsere Fehler getötet zu werden. Ich würde auch versuchen, die anderen dazu zu bringen, die Fallen zuerst auszuprobieren, damit ich nicht derjenige bin, der sein Leben riskiert. Das mag schwierig erscheinen, aber die Wahrheit ist, dass eine der größten Motivationen zum Handeln darin besteht, die richtigen Gefühle auszulösen. Deshalb würde ich in dieser Lage anbieten, den Anfang zu machen, mich aber extrem langsam zu bewegen und mir so viel Zeit zu lassen, bis jemand anderes genervt genug ist, um weiterzumachen. Das klingt einfach, kann aber die Angst in der Gruppe schüren und dazu führen, dass Entscheidungen eher emotional als logisch getroffen werden. Das mag kaltblütig klingen und ist es auch, aber es ist immer noch ein Spiel auf Leben und Tod und wenn du dir nicht die Hände schmutzig machst, wirst du es wahrscheinlich nicht überleben. Im anderen Gang gelingt es der ersten Mannschaft, den Stacheldraht zu durchbrechen und die meisten Spieler können in der Falle durchkriechen. Aber es gibt ein Problem, Billy ist viel zu groß, um zwischen die Drähte zu passen. Doch er hat eine clevere Idee, er wirft seine Jacke weg, um den größeren auf die Seite zu ziehen. Da ihm nichts anderes einfällt, hält sich Billy an den Ärmeln fest, doch als er gezogen wird, verfängt sich der Draht in seinem Fleisch. Er schreit vor Schmerzen und fleht sie an, aufzuhören, aber der andere Mann besteht darauf, dass sie weitermachen und zieht ihn durch. Es ist eine Qual und Billy packt ihn wütend, dass er so etwas tut, aber die Mädchen können ihn beruhigen. Das Mädchen schaut ihm in den Rücken und sagt ihm, er solle aufhören, so dramatisch zu sein und sie einigen sich weiterzumachen. In der Zwischenzeit schaffen es die anderen Spieler, einer nach dem anderen durch den Gang zu kommen und entkommen nur knapp dem Tod durch den Strang.
Doch gerade als sie in den nächsten Raum gehen, fällt die Tür ins Schloss. Sie ist verschlossen und Scott glaubt, dass die einzige Möglichkeit zu entkommen darin besteht, diese Krafttestmaschine zu benutzen. Der Pfandleiher sagt ihnen, dass sie nach einem Hammer suchen sollen, aber seltsamerweise ist nirgendwo einer zu sehen. Ohne zu wissen, was als nächstes kommt, fragen sie den Spielleiter nach einem Hinweis und plötzlich leuchtet ein Pfeil auf, der auf eine verschlossene Kiste zeigt. Eddie erkennt, dass das ein Springteufel ist und sie ihn öffnen müssen. Dann bemerkt er, dass es noch kleinere Kisten gibt und fordert die Gruppe auf, ihre Kurbeln zu drehen. Nachdem sie die Kurbeln bis zum Anschlag gedreht haben, springt die Kiste auf und ein Clown kommt heraus. Eddie bekommt einen Herzinfarkt und fällt direkt auf die Maschine, wobei er mit seinem Gewicht die Glocke schlägt. Zwei Menschen sind tot und sechs weitere werden noch sterben. Währenddessen entdeckt Billy im anderen Raum einen Pfeil an der Wand, der auf eine Kiste gerichtet ist. Er versucht, sie zu öffnen, aber sie ist verschlossen. Die Gruppe teilt sich auf, um einen Schlüssel zu finden. Doch als der große Mann beginnt, den Haufen Kuscheltiere zu durchwühlen, bemerkt er, dass eine der Clownspuppen ihre Augen öffnet. Erschrocken versucht eines der Mädchen, ihn zu warnen, aber es ist zu spät. Das Wesen beißt Billy in den Finger und zerbeißt ihn. Er bricht vor Schmerzen schreiend zusammen und der Mann fleht den Spielleiter an, sie gehen zu lassen, aber Roxy besteht darauf, weiterzumachen. Es klingt verrückt, aber sie braucht das Geld, um sich um ihren Bruder zu kümmern und sie ist bereit, alles zu tun, was nötig ist, denn sie weiß, dass der Clown bereits verschwunden ist. Als das Mädchen Tracy den Schlüssel findet, bringt sie ihn zu den anderen zurück und der Mann öffnet die Kiste. Darin ist ein Knopf, den er drückt, aber es scheint nichts zu passieren. Da sie keine andere Wahl haben, beschließen sie, das Spiel aufzugeben. Billy erinnert sich an die Regeln aus dem Video und fängt an zu rufen, Balthasar Kane, du hast wieder gewonnen, damit sie gehen können. Doch als er auf den Knopf drückt, schreit er plötzlich vor Schmerzen auf. Der Clown hat ihm eine Axt in den Rücken gerammt und ihn damit getötet. Okay, das war nicht klug. Einen Serienmörder-Clown nach einem Tipp für sein Spiel zu fragen, ist ein guter Witz. Um ehrlich zu sein, wenn dein Tod die Pointe von jemandem ist, dann weißt du, dass du im Leben schlechte Entscheidungen getroffen hast. Nach allem, was wir gesehen haben, hätte Billy es besser wissen müssen, als Balthasar Kane zu vertrauen. Wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, hätte ich der Gruppe gesagt, dass ich bereits verletzt wurde und dass bitte jemand anderes das Risiko tragen muss. Anstatt den Spielleiter um einen Hinweis zu bitten, hätte ich versucht, das Set zu knacken und andere Wege zu finden, um zu verschwinden. Soweit wir das beurteilen können, ist dieser Ort so bizarr gebaut, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass das alles falsche Wände sind. Das heißt, sie bestehen wahrscheinlich aus Sperrholz oder aus Trockenmauern und sind nicht besonders verstärkt, wenn wir Glück haben. Wenn wir das bedenken, stehen die Chancen gut, dass wir durchbrechen und gewinnen können, wenn wir aufhören, sein Spiel zu spielen. Je unvorhersehbarer unsere Entscheidungen sind, desto mehr bricht es das Spielkonzept und wenn wir nicht alles versuchen, um hier herauszukommen, verlieren wir bereits Zeit. Billy war der Einzige, der den Stacheldraht geriet, aber das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Er wurde nur deshalb verletzt, weil er seinen Kopf hob, bevor er den Draht überqueren konnte. Wäre jemand rübergegangen, um ihn vom Rücken zu heben, hätte er den Rest des Weges leicht und unverletzt zurücklegen können. Aber der größte Fehler war, in den Raum zu gehen und sich nicht mehr umzudrehen, denn was man nicht bedenkt ist, dass es hier viele Dinge gibt, die einem hätten helfen können. Wenn ich hier gewesen wäre, hätte ich dieses Stoffbanner von der Wand mitgenommen, es zusammengefaltet und damit den Stacheldraht gehalten, während hindurchgeklettert wurde. So wäre ich besser geschützt gewesen, falls ich das Gleichgewicht verloren hätte. Eines der wichtigsten Dinge, an die man denken muss, ist, dass es immer noch Mitglieder dieser Gruppe gibt, die sich weniger um ihr Überleben und mehr um das Geld sorgen. Roxy hier hat zugegeben, dass sie immer noch spielen will und das ist ein wirklich großes Problem, denn solange in dieser Gruppe jemand Gewinnen über Überleben stellt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle getötet werden, viel größer. Wenn man sich die letzten Räume ansieht, in denen wir waren, wird sofort klar, dass jederzeit jemand einen anderen Spieler direkt in den Stacheldraht oder auf den heißen Boden hätte stoßen können. Ein einfacher Schubs konnte einen Konkurrenten völlig außer Gefecht setzen. Wenn ich Roxy wäre, würde ich sagen, dass wenn sie aufhört zu spielen, bei unserem Fluchtplan mitmacht, alle in der Gruppe auf ihren Anteil an möglichen Gewinn verzichten und ihr helfen, ihre Familie zu unterstützen. Es ist sehr wichtig, dass wir ihr den Anreiz nehmen, kaltblütige Taktiken anzuwenden, denn mit tödlichen Fallen und fingerbeißenden Clowns, die frei herumlaufen, ist ein hinterhältiger Spieler das Letzte, was wir brauchen. Der Mörder rennt schnell aus dem Zimmer und Roxy beschließt, ihn zur Rede zu stellen, doch sie ist überrascht, als der Mann auf der anderen Seite des Flurs auftaucht. Der Clown verspottet das Mädchen und fordert sie auf, ihm zu folgen. Sofort rennt sie hinter ihm her, weil sie den Stacheldraht für eine Illusion hält und tappt in seine Falle. Es gibt kein Entkommen, die Frau stirbt vor den Augen ihrer Teamkollegen, 4 Opfer sind tot und 4 stehen noch aus.
Im anderen Raum öffnet sich plötzlich die Tür und die Überlebenden beschließen, nicht weiterzuspielen. Scott ruft die Polizei an und bittet sie, einen Krankenwagen zum Herrenhaus zu schicken, aber er hat keine Ahnung, wo sie sind. Die Telefonistin versichert ihm, dass die Polizei sie finden kann, aber es wird 2 Stunden dauern, bis Hilfe eintrifft. Die ganze Gruppe muss ihr Bestes geben, um am Leben zu bleiben, und die beiden Überlebenden verlassen den Raum und springen über den Flur zurück. Nervös springt das Mädchen auf eine der Plattformen und stürzt fast in den Tod. Sie hat schreckliche Angst, noch einmal zu springen, aber ihr Partner besteht darauf, dass sie weitermachen müssen. Die Spieler schaffen es auf die andere Seite, wo sie auf das andere Team treffen und feststellen, dass sie die einzigen Überlebenden sind. Da niemand mehr übrig ist, kehrt die Gruppe in den Hauptraum zurück und versucht zu gehen, aber die Tür ist verschlossen. Scott versucht, das Schloss mit dem Messer aufzubrechen, und in diesem Moment sieht das Mädchen einen Knopf an der Wand. In der Annahme, dass dieser zu einem Ausgang führen könnte, drückt Carrie rauf und der Vorhang vor ihr flattert, was bedeutet, dass eine Tür geöffnet wurde. Plötzlich sieht einer der Überlebenden einen Irren direkt auf sich zukommen. Erschrocken rennt die Gruppe durch den Vorhang und findet sich in einem Raum voller hängender Körperteile wieder. Es ist klar, dass die Zirkusfreaks weitere Opfer ermordet haben, und da die Mörder immer näher kommen, dringen sie tiefer in den Raum ein. Ein Dreirad mit Leuchtstäben am Lenker kommt auf sie zu. Tracy schlägt vor, es zu nehmen, und der Mann geht hin, aber als er es aufhebt, wird er plötzlich ins Gesicht gespritzt. In Panik versucht er, das Zeug abzuwischen, als er merkt, dass es nur Wasser ist, und sich beruhigt. Er steht wieder auf und versichert der Gruppe, dass es ihm gut geht, doch plötzlich fallen 2 Haken in seinen Körper und ziehen ihn in die Dunkelheit. Das Dreirad war eine Falle, und das Mädchen weicht erschrocken zurück, als es bemerkt, dass der Clown direkt hinter ihr ist. Er packt sie am Hals und würgt sie zu Tode. Damit haben wir 6 Opfer und 2 Überlebende. Okay, das ist schrecklich. Wir haben schon 6 Spieler verloren und jetzt sind wir auch noch in der Unterzahl. Diese Clowns kennen den Grundriss dieses Ortes sehr gut, und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie eine Reihe von Geheimgängen haben, durch die sie jeden Raum betreten können, wann immer sie wollen. Vor diesem Hintergrund hätten sich alle schon früher zusammentun sollen, um diese Killer auszuschalten, solange sie noch in voller Kraft sind. Leider haben wir diese Gelegenheit verpasst und sind nun auf die letzten beiden Spieler reduziert. Das schränkt unsere Möglichkeiten stark ein, und man könnte meinen, dass wir mit so wenigen Spielern einfach versuchen sollten, das Spiel zu gewinnen. Es gibt so gut wie keine Konkurrenz mehr, und wenn wir unseren letzten Gegner töten, können wir vielleicht eine Belohnung von $250.000 kassieren. So verlockend das auch sein mag, in Wirklichkeit wäre das ein schrecklicher Fehler. Wenn wir uns diesen Raum ansehen, sehen wir Dutzende von Leichen früherer Teilnehmer des Todesspiels, und das zeigt uns, dass sie nie die Absicht hatten, irgendjemanden hier lebend rauszulassen. Selbst wenn es einen Gewinner gäbe, würde er, sobald er frei wäre, diesen Ort der Polizei melden, und es würde sofort gegen ihn ermittelt werden. Gerade deshalb hätte dieser Spieler sofort erkennen müssen, dass es reine Zeitverschwendung ist, sich mit dem Dreirad zu beschäftigen. Wenn wir weiterspielen, lassen wir zu, dass der Spielleiter unsere Aufmerksamkeit direkt in die Fallen lenkt, und das macht unsere Handlungen viel vorhersehbarer. Wenn die Clowns zum Beispiel wissen, dass jemand den Hinweis untersuchen wird, können sie sich im Raum positionieren, während wir abgelenkt sind, und uns von hinten erstechen. Eine klassische Ablenkungstaktik. Aber wenn wir unberechenbar sind, erhöht das den Druck auf den Spielleiter, sich auf uns einzustellen, und er kann sich nicht auf seine Pläne verlassen. Unvorhersehbar zu sein ist unser stärkstes Werkzeug, um von diesem Ort zu entkommen, weil es unsere Feinde in eine kompromittierende Position bringt. Und deshalb hätte ich an meiner Stelle Scott befohlen, sich im wahrsten Sinne des Wortes zu bewaffnen. Wenn wir eine Gliedmaße vom Haken nehmen, können wir uns damit hervorragend verteidigen. Wir können es nicht nur am Handgelenk packen und als Waffe schwingen, sondern auch Angriffe blockieren, wenn sie auf uns zukommen. Noch effektiver wird es, wenn man bedenkt, dass die Lieblingswaffe dieses Clowns anscheinend Fleischerhaken an Ketten sind. So furchterregend das auch aussehen mag, es ist eigentlich eine gute Nachricht. Denn wenn wir den Fluss dieser schwingenden Kette unterbrechen können, kann er niemanden mehr angreifen, bis er wieder in Schwung kommt. Und das gibt uns die perfekte Gelegenheit, zuzuschlagen. Deshalb ist es zu diesem Zeitpunkt, als noch 3 Leute am Leben sind, am klügsten, wenn Scott den Clown dazu bringt, ihm nachzuschwingen, seinen Angriff mit dem abgetrennten Arm blockiert und die beiden anderen Mädchen zu dem Mann rennen, und ihn mit den anderen abgetrennten Teilen, die sie finden, zu Tode prügeln. Es ist ziemlich brutal, aber es ist der perfekte Raum, um unseren Feind auszuschalten, denn dieser Lichtstrahl hier verrät uns, dass irgendwo in der gegenüberliegenden Wand ein Fenster nach draußen ist. Das ist der einzige Ort, den wir bisher gesehen haben, der einen klaren Fluchtweg bietet, und wenn wir unsere Chance jetzt nicht nutzen, könnte es zu spät sein.
Zu dritt wäre es nicht schwer, eines der Mädchen auf die Schultern von jemandem klettern zu lassen, um das Fenster zu erreichen, während Scott Wache hält und nach weiteren Clowns Ausschau hält. Wenn wenigstens einer von uns flieht, um die Türen aufzuschließen oder Hilfe zu holen, erhöht das die Überlebenschancen aller. Leider hat niemand vorgesorgt und nun sind zwei Spieler übrig. Verängstigt rennen die verbliebenen Überlebenden in den nächsten Raum und finden dort einen Fremden, der gerade an seinem Essen knabbert, als er bemerkt, dass sie reinkommen. Der Zirkusfreak kommt auf sie zu und beginnt einen Kampf mit Scott, doch der Überlebende behält die Oberhand und nutzt die Gelegenheit, dem Fremden das Genick zu brechen. Danach gehen sie weiter durch das Gebäude auf der Suche nach einem Ausgang, landen aber in einem Krankenhauszimmer, wo sie einen alten Mann sehen, der an ein Beatmungsgerät angeschlossen ist. Als er aufwacht, nimmt er die Maske ab und stellt sich als Balthasar Kane vor, der Drahtzieher hinter dem Todesspiel. Scott ist entsetzt und bemerkt ein Messer auf dem Tisch. Schnell hebt er es auf und will wissen, warum der Mann das getan hat. Der Spielleiter geht zu einem nahegelegenen Tresen, um einen Hut zu holen, bevor er sich rechtfertigt. Kane erklärt, dass er jedes Opfer für sich beansprucht hat, damit sein Vermächtnis für immer in Erinnerung bleibt. Er droht, das böse Superhirn zu töten, wenn der Psycho sie nicht gehen lässt, aber Kane lacht ihn aus, setzt seine Maske wieder auf und aktiviert sein seltsames Gerät. Die Überlebenden wissen nicht, was los ist, rennen aber schnell aus dem Raum, bevor er sie angreifen kann. Sie verstecken sich hinter den Leichen, während die Zirkusfreaks nach ihnen suchen, doch dann fällt Scott ein Plan ein. Er erzählt dem Mädchen, dass sie Kane ausschalten können, wenn sie sich aufteilen und ihn gemeinsam angreifen, aber es ist zu spät. Plötzlich sticht er ihm direkt in den Bauch, der Junge fällt tot zu Boden, er hat 7 Opfer und eines lebt noch. Kane hat ihren Freund ermordet und verhöhnt das Mädchen, indem er ihr unter die Nase reibt, dass sie die letzte Überlebende ist. Das ist traumatisierend und das Mädchen rennt entsetzt davon, geht zurück in den Hauptraum und versucht verzweifelt, die Tür zu öffnen, aber sie ist verschlossen. Sie ist gefangen und in diesem Moment kommt Kane herein und bietet ihr einen Deal an. Wenn Tracy gehen will, muss sie nur diesen Knopf drücken, aber es gibt einen Haken. Er wird alles tun, um sie aufzuhalten, schwingt sein Schwert und drückt das Mädchen mit dem Rücken gegen die Wand. Sie stößt ihn zurück und rennt zum Knopf, aber er kann sie zum Boden werfen, ohne dass sie sich wehren kann. Okay, diese Idioten haben gerade ihre beste Chance verspielt, dieses Todesspiel zu gewinnen. Als sie den Raum betraten, lag Kane mit einer Sauerstoffmaske vor dem Gesicht im Bett. Das ist eine sehr kompromittierende Position und wenn sie schnell gedacht hätten, wäre es ein leichtes gewesen, irgendeinen Gegenstand aus dem Raum zu nehmen und ihn zu Tode zu prügeln. Nach allem, was sie durchgemacht haben, besteht kein Zweifel daran, dass dieser Mann ein Serienmörder ist, also wäre es nicht so schwer, die Polizei davon zu überzeugen, dass es Notwehr war. Das Letzte, was du jetzt willst, ist, dass wir uns leichtsinnig in tödliche Fallen begeben, denn damit spielen wir dem Spielleiter direkt in die Hände. Solange wir in diesem Raum sind, haben wir die Oberhand, denn es gibt nur einen Gegner, den wir ausschalten müssen und soweit wir wissen, gibt es hier auch keine gefährlichen Rätsel. Würden wir zurück ins Todesspiel rennen, wären wir nicht nur unvorsichtiger, um in den Fallen auszuweichen, sondern würden auch direkt in die anderen Clowns laufen, die drinnen auf uns warten und uns angreifen wollen. Da der Mann sehr geschwächt ist, gibt ihm dieses Gerät offensichtlich eine Dosis Adrenalin und das zuzulassen wäre ein großer Fehler. Deshalb hätte ich ihn mit einem Front-Push-Kick niedergestreckt und ihm dann die Maske vom Gesicht gerissen, bevor er sie benutzen konnte. Von hier aus können wir auch sehen, dass die Wand hinter seinem Bett aus Holzplatten zu bestehen scheint, also würde ich versuchen, sie aufzubrechen, um zu sehen, ob es einen anderen Weg nach draußen gibt, ohne dass wir den ganzen Weg zurückgehen müssen. Es ist nicht einfach, einen alten Mann auf einer Krankenhausbahre zu töten und es ist ganz normal, dass die Spieler wie erstarrt und schockiert von dem sind, was passiert. Deshalb ist es gut, einen Plan B zu haben. Und deshalb sollten wir den Weg des Feiglings als letzten Ausweg in Betracht ziehen. Wenn Gewalt aus irgendeinem Grund keine Option ist, schlage ich vor, dass er uns beide überleben lässt und wir im Gegenzug für ihn arbeiten und ihm anbieten, weitere Opfer für die geheimen Todesspiele anzulocken. Es mag lächerlich klingen, aber in seiner Branche ist es wahrscheinlich schwer, gute Hilfe zu finden und da er so viel Arbeit in die Vorbereitung dieser Spiele steckt, braucht er wahrscheinlich dringend Hilfe bei der Umsetzung. Es ist definitiv eine Ave-Maria-Taktik, aber wir haben nichts zu verlieren, wenn wir den Vorschlag machen und wenn uns die Möglichkeiten ausgehen, könnte uns diese Strategie lang genug am Leben halten, um später zu entkommen. Der Mörder hat die Oberhand und steht über ihr, bereit, das Mädchen zu töten, aber sie schlägt ihm zwischen die Beine. Tracy ergreift die Gelegenheit und drückt den Knopf, der die Tür öffnet. Sie rennt so schnell sie kann aus dem Haus und trifft auf Polizisten, die aus einem Auto steigen. Das Mädchen fleht die Polizisten an, ihr zu helfen, da sie behauptet, Kane werde sie umbringen, als die Polizisten die Spielleiter die Treppe hinuntergehen sehen. Der Polizist befiehlt ihm, stehen zu bleiben oder zu schießen, aber der Mann weigert sich zu gehorchen und die Polizisten bringen ihn zu Boden.
Nachdem Kane tot ist, wird Tracy zur Polizeistation gebracht, wo sie ihre Aussage macht, aber der Polizist kann ihr nicht glauben. Er macht ihr klar, dass sie hier bleiben muss, bis sie die Sicherheitsaufzeichnungen der Villa geprüft haben, und entschuldigt sich, um mit seinem Partner zu sprechen. Hinter dem Einwegespiegel wird dem Mann eine Akte über Kane gezeigt, und er bemerkt einen Zeitungsausschnitt, aus dem hervorgeht, dass Kane einen Mann namens Robert Valentine getötet hat. Das war Tracys Vater, und der Detektiv geht zurück in den Verhörraum, um dem Mädchen zu versichern, dass sie gehen kann. Aber sie wissen nicht, dass sie die ganze Zeit hinter dem Todesspiel steckte. Tracy ist in Wirklichkeit Kanes Tochter, und nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, haben sie die ganze Sache geplant, damit sie ihn nach seinem Tod ersetzen kann. Es ist ein ehrgeiziger Plan, und schon bald wird das Mädchen sein Erbe antreten und die ganze Welt in Angst und Schrecken vor Clowns versetzen. Aber was denkst du? Wie würdest du Circus Kane schlagen? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du magst, hinterlass ein Like und abonniere uns für noch mehr Wie besiegt man Videos für dieses, und guck auch in die Playlist. Bis zum nächsten Mal und hab noch einen verdammt guten Tag.